Willkommen zur Folge 8, Survival pur mit Wolle 158. So, hat sich ein bisschen wieder was getan. Ich war wieder fleißig und ich habe jetzt mal so angedeutet, wo der entsprechende Wohnraum schon hin soll. Also wie gesagt, hier kommt die Behausung von unseren Schmieden, hier kommt unser Erzlager hin. Denn die drei Öfen habe ich schon aufgestellt. Amboss fehlt jetzt noch, muss ich noch herstellen. Ich habe jetzt mal hier angefangen mit Einschmelzen. Das ist das ganze Zeug, was ich mir von unten geholt habe. Das habe ich jetzt hier oben in diese Kiste reingepackt hier und fange jetzt an, das alles durchzuschmelzen. Von dem Eisen habe ich noch ein bisschen unten gelassen in der Schmiede, weil wir da dann auch was machen wollen. Also wie gesagt, so Stück für Stück kann ich es jetzt hier abarbeiten und werde dann hier unser kleines Lager auffüllen. Ja, also wie gesagt, das wird noch normales Lager, Steine, Holz und so weiter. Das kann man noch als Regalsystem dann hier hochbauen. Dann geht's weiter. Hier oben habe ich soweit jetzt auch schon erstmal angedeutet, wo die Behausung kommen. Das ist hier die entsprechende Terrasse für dieses Gebäude. Das wird ein zweistöckiges Gebäude, so dass wir hier schon ein bisschen höher kommen. Eine Treppe zur zweiten Etage, die werde ich dann hier ran machen. So, erstmal auch vielen Dank an Mr. Human Mimic. Er schreibt mir hier regelmäßig auch Kommentare und ist fleißig bei meinem Baugeschehen hier. Und er sagte, ja, Außentreppe wäre hier am günstigsten. Das sieht dann immer noch am realistischsten aus. Und ich denke mal, ich werde auch darauf mit eingehen. Und zwar werde ich das verbinden. Hier auf dieser Seite werde ich hochgehen. Und zwar erstmal jetzt ja hier hoch, dann zur zweiten Etage von dieser Behausung. Und von da aus können wir dann auch weiter mit einer Treppe außen lang gehen. Allerdings muss ich auch sagen, ich habe natürlich innen drinne, habe ich auch weiter gebuddelt. Immer hier schon. Und bin dann hier, als ich weitergehen wollte, an diesen Durchbruch angekommen. So, und hier drinne war ein Höhlengang. Einmal ein Höhlengang hier runter. Das werden wir dann wohl höchstwahrscheinlich hier als Keller nutzen oder so. Hier geht es auf jeden Fall nicht weiter. Das ist erstmal schon Dichte hier, also das ist eine Sackgasse. Da holen wir auf jeden Fall dann noch die Erze raus. Aber auf der anderen Seite, und das ist eigentlich das Interessante, geht es hier, jetzt kommt hier nicht hoch, doch hier, geht es hier dann weiter rüber. Und das scheint ja, wenn wir uns mal angucken, ist davon gerade durch zur anderen Seite des Berges zu gehen. Ja, wo wir sowieso versuchen wollten hinzukommen. Und ich denke mal, das werden wir auch machen. So, ich werde jetzt hier einfach mal weiterkloppen, aber ich werde es diesmal mal so machen, dass ihr mir nicht die ganze Zeit hier beim Bullen zugucken müsst. Werde ich denn den Teil einfach mal ein bisschen schneller ablaufen lassen. Und dann mal schauen, wo wir hier eigentlich rauskommen. Denn das kann nämlich ganz interessant sein. Und danach werden wir uns ranmachen an die erste Treppe mal schon und das mal schon andeuten. Das hat ja nicht mal so lange gedauert und wir sind jetzt hier
unterhalb dieser Plattform und das ist sehr gut. Das heißt also, mal gucken, dass ich hier sauber runterkomme. Wenn ein Kirschen ansetze, dann könnten wir hier nämlich eine wunderbare neue Plattform machen. So wie ich es eigentlich vorgehabt habe. Wo war das Loch? Hier. Das war hier also. Dann praktisch hier dann gerade durchgehen. Nicht immer höher kommen, sondern einfach gerade durchmarschieren. Die können wir dann schön abstützen mit einer Decke. Dann fällt es nicht weiter auf hier. Eventuell, dass der Eingang nicht allzu hoch wird hier, ziehen wir uns einfach noch ein paar Felsbrocken dann nochmal runter. Die können wir ja da wieder ankleben hier, anbatschen. Genau, so kommen wir nämlich dann schön rüber auf die andere Seite. Ja, von hier aus durch und dann hier ran, genau. Tja, das hat ja nun besser geklappt, als ich dachte. Eigentlich müssen wir noch tiefer gehen. Wenn wir das hier als Ebene nehmen, ich muss mal gucken, reicht noch ein bisschen Sand hier? Ja, dreimal Sand reicht noch hier. Aber vielleicht können wir hier mit der Hakem erstmal ein bisschen gucken, was hier überhaupt noch ist, ja. Hier ist der Sand. Aber hier gleich ein bisschen anheben, dass wir Orientierung haben, ja. So. Na ja, gut. Dann das müssten wir dann alles hier hochschippen. Ja, und da können wir ruhig bis hier vorne dann machen. Hier und hier das weiter hochziehen als Felswand noch. Und dann haben wir hier nämlich schon die nächste Ebene. Das klappt doch wunderbar, Leute. Was wollen wir mehr? Gut, jetzt werde ich aber hier noch durchgehen. Und dann wissen wir erstmal schon hinten die Treppe, dass wir die anfangen können und hier werde ich dann bis zum nächsten Mal diesen Durchgang erstmal grob vorbereiten. Aber erstmal, dass wir hier durch sind, ja. So. Na, das klappt doch gut, ja. Also schön, der Berg, der ist nicht allzu breit. Zumindest in der Höhe nicht. Und dadurch hat es auch so wunderbar geklappt, dass wir allerdings auf dieser Terrasse auch gleich rauskommen. Damit habe ich natürlich nicht gerechnet, aber umso besser. So. Mal gucken jetzt. Können wir vielleicht ja noch ein Stück, na klar, ja. Kann man ruhig noch ausschlagen hier. Na, dann kommt schon hier. Gerade müssen wir das dann eh noch alles. Aber zumindest wissen wir jetzt, wo wir landen. So. Sehr schön. So, das heißt also, unten die Behausung, den Fußboden, den werden wir so ziehen, dass wir da immer unten in diese Kellergewölbe reinkommen. Und hier, machen wir das von einer Wohnung aus oder machen wir das als öffentlichen Gang? Das ist dann noch das Problem, weil der nun wirklich ganz nur hinter der Behausung liegt hier. Ist das natürlich dann auch ein bisschen ungünstig. Naja, hier müssen wir sowieso noch tiefer, das müssen wir hier mit Treppen dann machen. So. Geht bis hier runter. Dann hier wieder hoch. Das heißt also, wir können ruhig hier ein bisschen an der Seite bleiben. Da jetzt hoch. Ja, dann werden wir hier einfach einen Seiteneingang machen noch.
Und dann brauchen wir nämlich nicht da unbedingt durch eine Wohnung durch, sondern hier machen wir einfach so ein kleines Tunnelportal durch. Ja, jetzt sehen wir dann meine schönen Blueprints hier, wo ich schon die Rundung alle gemacht habe. Und wenn ich aber die nehme, dann heißt das natürlich wieder, ja, das ist nicht reinweg Survival hier. Dann machen wir aber eben nur einen schmalen Gang, einen Zweiergang durch und nehmen dann hier die Rundung, die wir hier als Blöcke haben. Das ist der Gang dann zweier breit und das reicht ja auch als Durchgang hier. Im Prinzip. Wenn wir dann wirklich alles fertig haben und zum Schluss sagen, so, nur haben wir unser ganzes Dorf hier Survival gebaut. Und wir sind dann der Meinung, wir wollen das jetzt so richtig schick machen und noch ausbessern und mit viel Verzierung und Portalen noch und Eingängen und Tunnel und Höhlen, dann können wir ja immer noch auf die Blueprints zugreifen und dann das hier alles ein bisschen besser noch ausstatten. Aber wir wollen erstmal sehen, wie weit wir kommen mit den Möglichkeiten, die uns hier Rising World selber bietet, ohne zu cheaten. So, das muss hier auch noch weg. Und dann haben wir hier erstmal schon angedeutet diesen Seitengang. Und der ist dann neben der Behausung, dann ist das bedeutend besser. Also sonst hätten wir da wirklich durch eine Wohnung höchstwahrscheinlich durchgehen müssen. Und das wäre dann auch wieder nicht so prickelnd. Würde mir zumindest nicht passen, nur weil einer ein bisschen da ein Stück höher kommen will, dann wäre ich hier jeder durch meine Wohnung durch. Gut. Jetzt auch noch gleich weg hier. Ja, der Gang zur Seite ist da. Und dann hätten wir hier nämlich Ruhe, das geht da hinten lang. Und dann geht er da erst hoch. So, da werden wir mal andeuten, zumindest bis wohin denn die Behausung geht. Was hat jetzt noch hier? Ich habe noch ein bisschen Mauer in der Tasche. Wir werden mal gucken, eh mal den Gang lang ziehen, ja. So, müssen wir ab diese Höhe hier. Und dann kommt jetzt circa daraus. Daneben, ja, machen wir noch vielleicht im Notfall erstmal andeuten bis hierhin. Und das auch noch, genau. Und die Behausungsmauer, die kommt dann hierhin. Und da nehmen wir vielleicht das als Orientierung. So, dann haben wir nämlich ganz genau den Platz schon so weit, wie wir die Räumlichkeiten ja machen können. Ja, und da können wir ja mit zwei Räumen arbeiten. So, der Innenraum von der Breite her reicht hier bis dahin. Gut, und die eine Wohnung, die kann eben dann dort noch in den Keller gehen. Das ist ja dann nicht weiter schlimm. Das ist das Privileg der ersten Wohnung hier. So, Abtrennung hier, also hier sind zwei Wohnungen nebeneinander. Dann machen wir hier die Abtrennung noch hin. Okay. Dann haben wir das auch nämlich erstmal aufgeteilt hier. Genau, und das reicht ja bis rüber dann. Und in der Wohnung kommt dann Kellergeschoss in Raum bis hier hin. Und dann fängt das nachher der Eingang zum Keller. Den machen wir dann hier hin. So, kann man gerade runtergehen.
die Rückwand der untersten Etage ist dann praktisch hier. So, damit haben wir hier den Grundriss auch erstmal schon. Genau. Da muss dann noch weiter ausgeklappt werden. Hier geht's dann ab. Nur von dieser Wohnung eben in den Keller rein. Und hier geht's dann hoch. Und das passt auch. Bloß das einzige Doofe ist jetzt natürlich, das passt mit den Winkeln nicht. Mit den Treppen. Wenn ich da jetzt, ja, seht ihr? Und ich will ja keine schrägen Treppen hier hin machen, das heißt also, wir müssen das alles mit Holztreppen machen. Die Holztreppen können wir in den Winkel legen, aber die normalen Treppen natürlich nicht. Ja, da müssen wir dann mal schauen, wie wir das am besten machen. Das ist das Einzige. Oder wir gehen immer im Zickzack. Erst gerade hier hoch, dann machen wir einen kleinen Absatz, dann gehen wir wieder gerade hoch. Gut, das können wir uns dann noch überlegen. So, jetzt hier vorne. Da, wo die Treppe nach oben hin soll. Das heißt also, die Treppe, die muss ja gleich hier an dem mit ran. Muss das also weg hier. So, die werden wir natürlich ein bisschen nach hinten versetzen, wenn die vorderste Veranda, die soll ja bis hier hingehen. So. Und die Treppe soll dann praktisch erst da beginnen. Oder? Nee, wir müssen doch schon früher. Die Treppe, die muss auch die gleiche vorne beginnen. Die muss hier beginnen. Genau, und die muss dann hier schon hochgehen. Ja, dann kommen wir schon bis hier hin. Nächste Stufe wäre hier und die nächste Stufe wäre dann da. Genau, und dann sind wir nämlich oben auf der zweiten Terrasse hier schon. So passt es dann. So muss es passen. So, das machen wir nachher wieder weg. Da kommt er nur für das Treppengeländer. Und da werden wir nicht die Stufen nehmen, die hier in Blöcke da sind. Oh, jetzt verhungere ich bald. Jetzt muss ich aber mal schnell hier wegen Essen schauen. Oder habe ich noch was in der Tasche? Ne, doch, ich habe noch ein paar Sachen hier in der Tasche. Ja, da werde ich dann wegen mit Stufen, gut, das wird zwar ein bisschen Zeitverschwendung, ein bisschen Materialverschwendung werden. Ich werde die Stufen erst andeuten, dann lege ich dort Bretter drauf und dann knalle ich die Stufen wieder weg und damit haben wir dann ein schönes Gestell für unsere Treppen. Die werden abgestützt durch schräge Balken. Jawohl, wir werden mal ein paar Treppen kurz mal herstellen. Ja, dann nehmen wir Steine und mal mehr als genug. Mit dem Holz weg man noch nicht so rumschwenden hier. So, nehmen wir einfach mal ein paar Treppen. Naja, die werden wir sowieso jetzt häufig brauchen. Wo haben wir sie da? Und dann werden wir uns gleich noch Holzhack, jetzt geht's mir her, da muss ich erst wieder runter. Gut, das machen wir beim nächsten Mal, aber mal gucken, wie hoch wir jetzt mit die Treppen kommen. Dann haben wir ungefähr schon eine Andeutung, wie weit wir gehen müssen. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ja, da müssen wir noch einen hinmachen, ja. So. Okay.
das wird ja dann sowieso bis runtergezogen. Gut. Hier ist der nächste und damit wären wir dann oben. Das heißt also, die Terrasse, die muss hier noch ein bisschen breiter werden. Wenigstens um 2. Und dann können wir renieren in den Bereich für den Wohnraum wieder. So, das würde heißen. Das würde heißen, hier ist einmal, zweimal. So, das wäre die Breite dann der Terrasse. Und hier würde dann praktisch Mauerwerk anfangen. Genau. Das ist zwar eine ziemlich breite Terrasse, aber so, ja, wir haben ja Platz. Wir können ja weit rein in den Berg für den Wohnraum, ja. So. Genau. So, das ist Terrassenbreite. Und dann kommt hier, wie viel haben wir schon drauf hier? 1, 2, 3, 4 brauchen wir. Oh, kommen wir jetzt hier hoch. 4 brauchen wir für die Türhöhe. 5. 6 auch, dass wir die Decke nicht so weit einschränken brauchen. Ja. Das würde also heißen, bis dahin, da kommt dann der Dachansatz. So, jetzt wird es natürlich hier ein bisschen gefährlich, da ich so ein Talent dafür habe, doch immer wieder abzustürzen hier. Muss ich aufpassen, wo ich hintrete. Ja, dann heißt es hier erstmal den Stein auslegen. Oben die Terrasse machen wir hier auch aus Stein. Oder die machen wir gleich Holz. Ja, dann müsste ich auch nochmal Holz schlagen gehen. Mal gucken, wie weit meine neuen Bäume da sind schon. So, das ist alle. Auch gut. Dann gucken wir mal gleich nach unten. Was jetzt da noch. Achso, hier hatte ich auch schon angefangen, dadurch, dass die Tür schräg ist, da ich mir gedacht, baue ich das oben die Schrägen, schließe ich das ab hier. Da habe ich schon angefangen. Und dann wird das eben so gekippt und kann jetzt ganz genau nicht so eingesetzt werden. Und natürlich aufpassen, muss ich von, ja, das war jetzt falsch gewesen, toll. Das macht sich natürlich besser von oben. So, da muss er nämlich hin. Okay. Kippen. Und dann 1, 2, 3, 4, 5. So. Okay. Da noch, und na, kriegen da nicht rein, jetzt, so, dann jetzt hier weiter, und hier das Stecker, gehen wir auch noch rein, und die Ecke muss natürlich raus, ja. Ja, ich nehme mir immer so viel vor, wo ich dann sage, beim nächsten Mal mache ich das. Aber irgendwie kommt das dann immer anders, als ich das eigentlich beabsichtigt habe. Gut, aber damit habe ich euch gleichzeitig, ja, das ist natürlich wieder mal falsch, gleichzeitig gezeigt, wie ich das hier oben machen wollte. Und damit ist das wenigstens auch erstmal schon soweit erledigt. Und natürlich von der Warte aus, jetzt sind sie noch andersrum. Zack, zack.
So, hier kommen dann wieder glatte Steine. Eigentlich müssten wir den noch mal umdrehen hier. Ins höher machen. Das reicht ja aus hier. Und ja. Ey, so rum. Perfekt. Gut, die sind auch alle. So, und hier können wir dann eigentlich hier den Jansen rennen. Der dürfte eigentlich nicht vorgucken, ne? Das sind ja dort. Ja, alles in Ordnung. Upsa. So, und dann können wir die nämlich hier noch einsetzen. Und dann ist das richtig schick zu. Jawohl. Und wir haben hier unsere schräge Mauer dran. Na, die Bienen noch. Da brauchen wir noch ein bisschen Material. Gut. Nach Holz wollte ich gucken, wie meine Bäume gewachsen sind hier. Wo jetzt denn lang? Ja. Sieht ja so, jedet mir jetzt schon hier. Dass ich mich teilweise in meinen eigenen Wänden verlaufe, ja. So, ein paar runter. Ach so, hier der Teig auch noch schon angedeutet. Hier kommt auch noch eine Kammer rein. Und hier kommt natürlich Geländer dann vor. Ja, das muss ich irgendwie noch ändern. Das ist so. Eigentlich völlig bescheuert, dass ich erst nach ganz oben muss und dann wieder runter zu gehen. Ja. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Jedes Mal beim letzten Mal schon aufgefallen, was ich hier eigentlich für einen Blödsinn gemacht habe. So, die Bäume, die sind schon wieder, die dürfen ausgewachsen sein. Da gibt schon wieder eine Menge Holz drin. Sehr schön. Und hier müssen wir noch einen kleinen Vorrat haben. Da müssen wir jetzt aber erstmal einen Haufen Holz denn machen. 64, genau. Also hier geht es dann erstmal los. Wir brauchen die Diel, brauchen wir noch unten. Ist mal oben bei den Bäumen. Da werden wir jetzt wahrscheinlich diese auch nehmen als Fußboden. Und für die Decke brauchen wir nachher Bretter. Was hatten hier für Bretter noch? Die sehen alle nicht so schick aus. Hier die 68, die ist noch ganz gut. Dazu brauchen wir aber dann Holz. Gut, ich denke mal, das reicht erstmal wieder. Beim nächsten Mal, ich werde alles vorbereiten bis dahin. Bretter, dann werde ich nochmal die Bäume da abschlagen und dann so, dass wir oben die Bauten da ein bisschen weiterführen schon können. Und vor allen Dingen, wenn die Treppe ansetzen, da brauchen wir den Balken dazu. Für die Freitreppe, die am Berg lang gehangelt werden muss, bis ganz nach oben. Okay, das war's erstmal wieder und vielen Dank für eure Kommentare, für eure Hinweise, für eure Vorschläge und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Es sagt Tschüss, Wolle 158.